ganze Spiel Prison lebensmüde. Das machen wir heute. Ich gebe euch ein paar Tipps, wie ihr auf Prison überleben könnt, also auf Gefängnis. Und ja, Spielkommando, Level 25, auf lebensmüde, habe ich schon gesagt. Und ja, übrigens, diese Treppen sind tödlich. Diese Treppen sind... Oha. Der Burst noch an. Diese Treppen sind absolut tödlich, weil wenn ihr dann nämlich ungesehen hängen bleibt, dann kann es euch von unten sogar ein Crawler einklemmen. Dann werdet ihr da gnadenlos verrecken. Das ist mir eben passiert, ich schneide das jetzt mal rein. So ist es gut. Ihr habt ihnen schon zugesetzt. So, habt ihr es gesehen? So, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das war strange. Genau, aber ich habe schon ein paar erledigt. Wir werden jetzt mal auf den Lieblingsspot von mir bleiben. Und zwar werden wir erstmal diese Wave jetzt hier abwarten. Nachteil ist meine berühmte Taktik. Das heißt meine Taktik mit dem Kiten. Also den Gegner hinter dir herziehen einfach. Also hier kämpfen, dann gehst du ein Stück weiter. Ab und zu pushst du mal an Gängen ein bisschen vor. Ja, außerdem ist es einfacher, wenn du die Spawns auswendig kennst. Oh, das ging ja schon mal wieder vom Ziel hier, ey. So. Dieser Schwarm ist fast erledigt. Gute Jetzt war ich irgendwie abgelenkt, weil ich... Wir können die Händlerkapsel bald wieder öffnen. So. Habt ihr gesehen, auf dem großen Platz hier habt ihr viele Gegenstände, die ihr herumlaufen könnt und damit ausweichen könnt. Ihr habt viele Wege, wo ihr hin könnt im Notfall. Wie gesagt, versucht, wenn, dann geht ihr die Gänge hier. Die sind auch gefährlich, aber nicht so gefährlich wie die Gefängnisgänge, die normalen. Ihr könnt auch noch, wenn ihr, hier gibt es auch noch, hier kann man es mit mehreren auch noch schaffen. Ich sage es jetzt erstmal alleine, weil ich im Moment gerade keinen habe, der mit mir zocken kann. Deswegen, ich wollte eigentlich das mit einem Kumpel euch zeigen, aber der hat leider seinen PC kaputt gemacht. Schöne Grüße an dieser Stelle an Florian. Moin. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber okay. Wie gesagt, deswegen zeige ich das alleine. Ich versuche, so weit zu erklären, wie ich kann. Was haben wir denn noch? Was gibt es denn noch? Ihr könnt es, wo ist das denn jetzt? Nee, das ist hier. Da ist es. Da oben könnt ihr es versuchen. Weil ihr nur einen Gang habt, dass ihr hinkommen können. Und von da oben. Ihr braucht also, und das könnt ihr zuschweißen. Und da unten ist noch eine, das ist so eine Tür. Hä, war hier nicht auch mal eine Tür drin? Ich meine, hier war auch mal eine Tür drin. Auf jeden Fall verpiesen wir uns wieder. Und versuchen mal wieder da hinten hinzukommen, wo wir eben waren. Weil alleine habt ihr hier hinten keine Chance. Wenn ihr bald ihr nachladet, seid ihr tot. Das ist einfach so. Es hilft extrem, wenn man weiß, wo auf Karten, wo die Zombies herkommen. Die Sets. Das ist extrem hilfreich. Kann helfen. Dann kann es, sind helle Karten einfacher als dunkle. Ich kann kaum etwas genau deswegen. Sehen, Dankeschön. Genau aus dem Grund nämlich, weil ihr, wenn ihr nichts seht, könnt ihr euren Vorteil als Kommando zum Beispiel gar nicht nutzen. Diesen Entfernungsvorteil. Dass ihr viele... Komm, jetzt schon Scrake? Okay. Ich habe doch keine Ahnung, wie wir den töten wollen, aber... Ein Scray geht noch. Ein Flashbomb wäre schlimmer. Lampe ist bald leer. Und nicht vergessen, lebensmüde Husk, euer größter Feind. Ihr habt ihnen schon genau, komplett. Aber es sind noch einige. Ich muss nämlich genau da mal durch. Hätte ich gerade gar nicht schmeißen müssen, ne? Fuck. Oh Gott, was war das denn, ey? Das war auch ungünstig. Na komm, hab ich doch gehört schon, ey. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Es kann sein, dass ich das versehen ins Mikro so ein bisschen puste. Dann tut mir das extrem leid. Ich werde das versuchen, soweit es geht, herauszuschneiden. Das ist nun... Aber der Scrake macht mir echt Sorgen. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir den mit der komischen Pissknarre hier töten wollen. Ich kann zwar ganz gut triggern. Das klappt irgendwie besser, als ich dachte irgendwie. Okay, wir müssen hier sofort wieder raus. Wenn wir hier bleiben, werden wir auf jeden Fall sterben. So. Okay, wir haben es geschafft. Das Scrake ging aber eigentlich, muss ich doch sagen. Ich habe mir den jetzt irgendwie heftiger vorgestellt. Okay, wir pieseln uns mal wieder hier aus dem Raum. Der ist übrigens extrem scheiße, der Raum. Falls einer meint, hier geht auch noch gut, nein. Der ist kacke.
Natürlich, wenn ihr richtig gut seid und der Schwierigkeitsgrad nicht eurer wirklichen, ich sag mal, eurer Perk-Stufe oder eurem Können entspricht, dann ist alles. Na komm. Schieß. Hä? Wieso schießt er nicht? Aber egal, zwei ist so toll. Zwei Lampe aufladen. Oh, das ist Munition, 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 Munition. Übrigens, warum ich die Türen hinter mir zumache, es verlangsamt die Sets. Ein bisschen. Weil sie immer gegen die Tür laufen und dann laufen sie weiter. Sie sind ein Tick langsamer. Das kann manchmal einen Unterschied machen. Verdammt. Oh Gott, das war eben auch sehr knapp mit dem Dings. Habt ihr eben das Geräusch vom Hass gehört hier? Das Vieh da? Dieses Geräusch ist, wenn ihr seinen Flammenwerfer benutzt. Und der Flammenwerfer grillt euch innerhalb von Sekunden. Der ist echt super tödlich. Rüstung, mit Rüstung geht's noch. Aber nur mit Leben brennt ihr sofort tot. Das ist so schnell. 2-3 Sekunden. Tot. Ende. Ja. Deswegen muss man da einmal sehen, dass man da möglichst schnell von wegkommt. Also Husk auf Entfernung halten, am besten auf offener Fläche und nichts im Rücken. Weil wenn ihr Glück habt und ihr habt Platz, dann kommt der Schuss nämlich, trifft euch nicht und schießt an euch vorbei. Wunderbar. Brauche auf jeden Fall eine Rüstung. Wir brauchen das. Das müssen wir komplett voll machen. So, jetzt haben wir Granaten. Halte, ich muss eine Granate kaufen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Granate. Das müssen wir jetzt noch hier rausfinden. Ich weiß noch nicht mehr, wo es hier rausgeht. Übrigens, das sollte euch auch noch Möglichkeiten involvieren. Ich weiß, wo wir sind. Verdammt. Wir sind jetzt ganz weit weg, ey. Wenn wir Glück haben, kommt jetzt nicht direkt ein Flashpoint, dass wir noch hinten hinlaufen können auf dem Platz. Aber ich halte das für ein Gerücht. Vor allem, wenn man in die falsche Richtung läuft. Oder? Nee, das ist richtig, oder? Oh, das ist richtig, gut. Hi. Ich liebe diese Knarre, ey. Ich liebe die Scar. Oh, die ist so gut, ey. Genau, ich hau euch auch alle um. Habt ihr gesehen, was ich meine? Ihr könnt so, wie gesagt, der Schuss hat mich überhaupt nicht erwischt. Er ist einfach an mir vorbeigeflogen. Schwierig wird's nur, wenn ihr irgendwelchen Gängen seid oder irgendwas im Rücken habt. Ich will diese Munition, Mann. Das war knapp. Ich glaube, er hat aber was anderes getroffen. Aber irgendwas hat er erwischt. Muss diesen Hass loswerden. So, jetzt können wir weitermachen. Und du musst weg. Alles, was über Reichsschaden macht, ist übrigens Primärziel. Okay, muss ich nochmal später sammeln. Weil jetzt ein Flashpawn kommt, haben wir auf jeden Fall Granaten voll. Das ist. Und wir haben Platz. Ganz schlimm ist, wenn ihr mehrere Flashpawns direkt am Anfang der Runde habt. Weil ihr dann noch jede Menge Kleinvieh habt, was euch auf den Sack geht und euch einklemmt. Übrigens, wir wissen ja alle, habt ihr erstmal Tutorials erklärt? Kommando. Einzelfiecher. Den ganzen Schrottkram, wie ihr seht, ey. Das war übrigens jetzt nur, weil ich ihn nicht gesehen habe. Habe ich Astona schon? So. Deswegen ist Greg nicht so das Ding, Leute. Falls einer mal meint, dass es ein großes Ding ist, Greg geht. Mit der Scar nicht wirklich schwierig. Wunderbar. Und ich glaube, das ist gleich hier. Das ist eine sehr gute Runde. Das ist nur gut gemacht. Das passt. Jetzt kaufen wir das MG dazu. Jetzt rüsten wir komplett auf und wir sind munitionstechnisch und waffentechnisch durch. Also ich zumindest mit meinem Auswahl. Die Scar ist einfach die geilste, ey. Ja, hör mal auf zu sammeln. So, das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Denn ihr habt den großen Vorteil, die Scar macht am meisten Schaden, hat 30 Schuss mit der Aufrüstung, mit dem Talent. Und ja, klingt gut, hat ein gutes Visier. Alles gut. Vorteil ist, dass das Visier nicht blendet. Es gibt auch Spiele, vielleicht ist das schon mal aufgefallen, zum Beispiel jetzt. Könnt ihr das sehen? Meine Waffe, ich kann das, ich wollte gerade meinen Finger gleich zeigen. Aber der, ich sag mal, um das Visier rum, mit dem Zahnrad und so, das spiegelt. Aber das eigentliche Visier spiegelt eben nicht. Es blendet ein bisschen der Rand, aber es spiegelt nicht. Das ist der große Vorteil.
So, jetzt haben wir mal wieder die Taschenlampe benutzen. Ich glaube, erstmal hier stehen. Okay, jetzt muss ich mich da hin. Er sucht übrigens auch, ist auch nochmal so ein Allgemeintipp jetzt. Entweder zieht er die Gegner zusammen, um sie dann als Sprengmeister gemeinsam zu töten oder eben wegzuspringen oder so, oder ihr knallt alles sofort weg, was ihr seht. Alles. Weil jedes Viech, was tot ist. Kacke. Gibt euch mehr Platz. Ich musste kurz. Nein, ich hatte gerade was zu tun. Jedes Vieh, was ihr tötet, gibt euch mehr Platz. Und geht euch nicht auf den Sack. Klemmt euch nicht ein, führt euch keinen Schaden zu, zwingt euch nicht in eine andere Richtung zu laufen. Wie gesagt, alles was Bereichsschaden macht, Sirene zählt dazu auch, genau wie Hass, genau wie Blut. Das muss immer gleich weg. Genau wie Spezialviecher. Das da ist zum Beispiel so ein Vieh. Oder das eine Vieh, was die anderen so aggressiv macht. Das muss auch immer gleich weg. Die habe ich nicht gesehen. Du kommst nicht weg. Das zum Beispiel ist auch so ein Spezialvieh. Der blaue da jetzt kommt. Der da. Warte. Der. Genau der. Na komm, zeig mal deine Waffe. Oh, das war das Greg. Sind das zwei? Natürlich sind das zwei. So. Warte, muss jetzt seine Knarre was abrisiert. So, jetzt haben wir nur noch ihn. Mal gucken, ob wir den MG auch so krass tot kriegen. Ja. Geht. Ja, und jetzt beginnt nämlich die große Schwierigkeit hier. Zum Beispiel Schwarzwald kennt ihr wahrscheinlich die Karte. Und die ist einfach. Für verschiedene Bossgegner. Aber diese hier ist schwer. Aus einem ganz einfachen Grund. Zum Beispiel beim Patriarch braucht ihr extrem. Ist extrem vorteilhaft, wenn ihr Deckung habt. Und zwar nicht unbedingt sowas, sondern sowas. Er schießt, ich tauche weg. Dann ducke ich mich noch, zack. Und schon trifft sein Raketenschuss einfach dahinter mir die Wand. Und die ist sogar so weit weg, dass er mich nicht trifft. Das habt ihr hier aber sehr wenig. Teilweise ist auch dann, da die sich auch noch so drehen, das ist ja das Gemeine. Pass auf, in Killiflor 1 war es so, da habt ihr eine Rakete geschossen. Und die konntest du gut im Auge behalten. Du konntest es gut einschätzen, wenn du hast. Das kann man sehr gut einschätzen, wo du hinschießt. Das ist mit dem Dings aber schwierig, weil sich das dreht. Es kann also sein, dass er schießt und einer schießt da oben durch, einer hier. Dann bin ich theoretisch nur hier sicher. Und noch sicherer bin ich hier. Es ist der Patriarch. Ich bin wieder da. Und ich habe ein paar neue Tricks gelernt. Ich habe es. Oh, kacke, kacke, kacke. Ah, oh, das hätte ich. Das war. Das. Da habe ich. Das. Das meine ich zum Beispiel. Nur so pisse ich jetzt. Der Futterbam. Der Futterbam Dings ist. Dass der euch nicht auf den Keks. Ah, oh, hat mich gelangt, ey. Ey, so, das haben wir geschafft. Alles gut, Leute. Wunderbar, das haben wir fertig. Der Futtermaterial ist, wie gesagt, er haut einfach ab. Er lässt euch, er geht euch nicht auf den Keks. Während Hans euch mit Viechern auf den Keks geht. Und. Er kommt von hier. Und auch noch mit seinem komischen MG da. Das mit diesem Heil, diesem Schutzschild und so. Und er rennt auf euch zu und der ist verdammt schnell und das ist alles ätzend, ey. Na, Kumpel, hast mich nicht erwischt, ne? Hast mich nicht erwischt, hast mich nicht erwischt.
Rakete im Rohr. Wir sind ganz schön davor, Digga, weißt du das? Ist nicht möglich. Ich bin Perfektion. Ich wollte gerade noch wechseln. Ich hätte nicht nachladen sollen, ich hätte das MG nehmen sollen. Dann wählen wir jetzt los. Aber egal. Ich glaube, das Gameplay hat euch auf jeden Fall schon gefallen. Das sage ich jetzt, falls ich das live vergesse. Außerdem haben wir jetzt gerade nichts zu tun. Ja, und falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Es kommen jetzt auch wieder ein bisschen öfter Videos. Falls ihr eine Wunschmap habt, die ich mal spielen soll, als ganzes Spiel, als halbes oder sonst irgendwas, dann Kommentare. Ich mache das gerne. Das verdammte Ding versteckt sich gut. Übrigens ist sein eigener rechter Arm empfindlicher. Das weiß man, wenn man mal Sniper gespielt hat. Oh Gott. Außerdem ist er nahkampftechnisch, Alter, ziemlich luschig. Und das Einzige, was richtig nervt, ist sein komisches MP. Das Problem ist, wir haben jetzt keine Rüstung mehr. Weil ich da eben ein bisschen geschlumpft habe in dem MG. Deswegen müssen wir jetzt extrem vorsichtig sein. Und auf jeden Fall alles durchlaufen. Ja, genau, danke. Extrem vorsichtig, habe ich genau. Na komm. Na komm, 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 komm. Tja, das war's wohl. Damit haben wir das erledigt, Freunde. Hier hast du noch ein bisschen Spaß, Kumpel. Ja, komm, komm. Nicht werbefreundlich auf YouTube, ist egal. Ja, das war's mit diesem Gameplay und auch mit diesem Live-Kommentiert und dem ganzen Spiel überhaupt. Das war's. Bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein.